Vielleicht haben Sie es herausgefunden, schon nach dem ersten Zug. Das Lösungswort von gestern war Cannabis. Die Wahl hat ist zwischen Bratwurst und dem anderen. Ja, er würde schon eher das andere. Aber der Sonnenblock finde ich manchmal ein bisschen grusig, Hans-Jürg. Dort gehst du manchmal zu geil rein, finde ich. Es hat ja noch Soße. Nein, du musst eben schon ein langsam messen. Sonst ist es die Hälfte daneben. Du musst eben schon ein bisschen zu geil. So ein Ding hat noch ein Konfliktpotenzial. Nee, hat es vorher? Ich weiß es gar nicht. Hat es vorher oder nachher geklopft bei euch? Das war doch dann was. Aber wenn ich richtig interpretiere, also, weißt, wir können auch weiter. Aber also, ich nehme das heute immer noch. Um das. Aber das, was es bei dir auslöst, ist. Aber das war nicht das. Ich hatte ja gar keine Sättigen. Also, ich hatte dann keine Sättigen. Hast du, noch du hast einen. Du hast mit diesen zwei grossen. Gibt es zwischen ihrem Zustand und dem. Gut, vielleicht. Ja. Dein Zustand, oder? Du hast ja einen gegessen. Vielleicht ist das schon. Es hat gleich bei dir Ungutes. Also ich kann, sorry, ich kann nicht wollen, das wieder aufwärmen. Das kann man. Gut, es wird ja abgeschabt. Es wird eher abgeschabt. Es wird nicht aufgewärmt, es wird so abgeschabt oder so Fetzen. Was wir jetzt noch brauchen, ist eure Lösung. Und hoffentlich ist sie richtig. Schreibt sie einfach unten in die Kommentarzeile. Es gibt ganz viele Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel eine Dorfführung durch Grosshochstädte zusammen mit dem Hans-Jörg und der Margrit. Oder Billett an die Premiere im Gemeindesaal zu Grosshochstädte vom Experiment Schneule, von dieser dritten Staffel. Und die grosse Kinopremiere, die wird auch verlost, da gibt es auch Billett. Die ist dann in Bern im Kino Rex. Wir drücken euch Daumen und viel, viel Glück. Danke fürs Mitmachen. Das sind Herr und Frau Schneule. Sie kommen im Fernsehen. Und sie sind enorm stolz drauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues.